heute stellen wir Ihnen eine Studie von Konstantinos Kurt-Wibner vor, auf einem Preprint-Server abgelegt. Es geht um SARS-CoV-2-501Y.V2, der Neutralisierung durch südafrikanische Covid-19-Spenderplasmen sich entzieht. Die Gefahr, dass die neuen Varianten von SARS-CoV-2 sich dem Antikörperschutz entziehen, der durch eine frühere Infektion oder Impfung erworben wurde, wird von Immunologen unterschiedlich eingeschätzt. Während die südafrikanische Variante 501Y.V2 in einer Studie von Antikörpern aus dem Blut von rekonvaleszenten Patienten nicht mehr erkannt wurde, war eine US-Studie die Wirksamkeit der beiden Messenger-RNA-Impfstoffe Moderna und BioNTech/Pfizer nur leicht eingeschränkt. Die Virusvarianten, die zuerst in England und Südafrika und jüngst auch in Brasilien und Kalifornien aufgetreten sind, weisen neben anderen auch Mutationen in den Rezeptorbindungsstellen des Spike-Proteins auf. Dies könnte zum einen die erhöhte Infektiosität erklären, die zu einer vermehrten Zahl von Covid-19 in den betroffenen Regionen geführt hat. Zum anderen könnten die Antikörper, die nach einer Erkrankung oder einer Impfung gebildet werden, ins Leere greifen. Denn die stärksten neutralisierenden Antikörper, die am ehesten den Eintritt in die Zellen verhindern können, setzen an der Rezeptorbindungsstelle an. Dies muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Impfstoffe nicht mehr wirken oder rekonvaleszent nicht mehr vor einer Reinfektion geschützt sind. Beide Gruppen besitzen eine Vielzahl von Antikörpern, die gegen andere Stellen des SARS-CoV-2 gerichtet sind und das Virus weiterhin abfangen können. Die Gefahr ist jedoch gegeben. Es wurden die Auswirkungen untersucht, die sich aus den neuen Mutationen im Spike-Gen in der Variante 501Y.2 ergeben, die sich seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres in Südafrika ausbreitet. Diese Variante wurde in den Laborexperimenten von drei Klasse 1 Antikörpern, die gegen die Rezeptorbindungsstelle gerichtet sind, nicht mehr erkannt. Dies ist nicht nur Folge von drei Mutationen in den Bindungsstellen. Auch der Verlust von Aminosäuren an anderer Stelle könnte das Spike-Protein so verbogen haben, dass die Antikörper nicht mehr an der Oberfläche binden. Die Folge war ein Rückgang der neutralisierenden Wirkung. Die Serien von 21 von 44 Patienten, das sind 48%, waren nicht mehr in der Lage, die Vermehrung der Viren in Zellkulturen zu verhindern. Eine zufriedenstellende Wirkung wurde nur mit dem Serum von 3 Patienten, das sind 7%, erreicht. Alle drei Patienten hatten eine schwere Krankheit überstanden. Die Ergebnisse der Studie lassen befürchten, dass Menschen nach einer Erkrankung mit anderen Varianten nicht vor einer Reinfektion mit der Variante 501Y.V2 geschützt sind. Im Gegensatz zu den südafrikanischen Forschern wurde der Einfluss der neuen Variante auf die Schutzwirkung der Impfstoffe mRNA-1273 von Moderna und BNT1626B2 von BioNTech/Pfizer untersucht. Die Geimpften hatten 8 Wochen nach der zweiten Dosis wie erwartet hohe Antikörpertitel gegen das Spike-Protein und seine Rezeptorbindungsstelle entwickelt, die eine gute Schutzwirkung gegen die bisher zirkulierenden Varianten gewährten. Wenn das Serum der Patienten jedoch auf Viren angesetzt wurde, die Mutation 501Y wie in der britischen Variante B117K417N und E484K oder eine Kombination der drei Mutationen wie in der südafrikanischen Variante 501Y.V2 trugen, war die Schutzwirkung im Laborexperiment jedoch herabgesetzt. Betroffen waren 14 der 17 stärksten Antikörper, die an der Rezeptorbindungsstelle angreifen. Die Abschwächung der neutralisierenden Wirkung war allerdings gering ausgefallen. Auch die Vielzahl der Antikörper, die gegen andere Stellen des Spike-Proteins gerichtet sind, könnten die Schutzwirkung des Impfstoffes aufrecht erhalten. Wie sich die Epidemie unter der zunehmenden Zahl von geimpften Personen entwickeln wird, lässt sich aus den Ergebnissen von Laborstudien nicht vorhersagen. Die Möglichkeit einer abgeschwächten Schutzwirkung der Impfung ist jedoch gegeben. Die Messenger-RNA-Impfstoffe könnten im Prinzip schnell auf die neuen Virusvarianten eingestellt werden. Es würde sich allerdings die Frage stellen, wie intensiv sie dann vor einem Einsatz erneut in klinischen Studien getestet werden müssten. Ein Wettlauf zwischen Virus und Impfstoffen erscheint auch nach den Ergebnissen weiterer Experimente vorstellbar. Es wurden die Antikörper der geimpften Personen in einem Laborexperiment mit rekombinanten Viren zusammengebracht, die das Spike-Protein auf ihrer Oberfläche trugen. Schon nach kurzer Zeit kam es zur Selektion von Viren mit den Mutationen in 5N501Y, K417N und E484K.